Ja, hallo zusammen. Und zwar steht bei uns heute mal das Thema Rauchmelder an. Wir sind jetzt schon seit dem 1.6. in unser Haus eingezogen und haben uns mittlerweile endlich auch mal Rauchmelder besorgt. Also ganz normale Standardrauchmelder, die werde ich euch später im Video auch noch kurz zeigen. Und zusätzlich, damit man auch, wenn man unterwegs ist und es sollte sich eine Rauchentwicklung im Haus, ein Rauch im Haus entwickeln, dann möchten wir auch auf dem Smartphone über unser Smart Home System informiert werden. Und dafür haben wir uns jetzt hier mal ganz einfach von der Firma Homematic diese Rauchwarnmelder besorgt. Also besser gesagt einen. Wir werden uns wahrscheinlich auch noch einen zweiten besorgen, den wir dann im Erdgeschoss und im Obergeschoss anbringen werden. Im Keller haben wir dann nur die klassischen Rauchmelder. Ja, und wir haben ja ein Smart Home System der Firma Telekom, also ganz einfaches Magenta Smart Home oder wie sich das schimpft. Ja, und diese Rauchmelder, die möchte ich jetzt heute mal in unser Smart Home System einbinden. Da war es für uns nötig, da habe ich mich vorher noch nicht informiert gehabt, leider, dass man für den Speedport Pro Router diesen Funkstick für Homematic IP benötigt, da dieser Funkstick eben nur diese Funkverschlüsselung oder dieses Funksystem ausstrahlen kann, das man dafür benötigt. Den Stick habe ich jetzt gerade mal am Router befestigt. Ist eigentlich ja, per USB ganz einfach. Man muss auch nichts großartig installieren. Geht einfach in die Smart Home App und verbindet dann den Rauchmelder damit und dann wird automatisch dieser Funkstick auch installiert. Genau, dann schauen wir uns doch diesen Rauchmelder mal an. Relativ unspektakulär. Hier ist eine Bedienungsanleitung und dann befindet sich hier schon der Rauchmelder. Schön schlicht, weiß, einfach, recht unauffällig. Und unten in der Verpackung ist hier auch noch der Deckel und Befestigungsschrauben. So, und um diesen Rauchmelder jetzt mal zu aktivieren, kann man schon mal den Deckel hier aufsetzen und dann rastet er ein und jetzt müsste er gleich ein Geräusch von sich geben. Ah, er blinkt zumindest schon mal. So, und jetzt verbinden wir das Ganze hier mal mit unserer Smart Home App. Dafür gehen wir hier unten auf Geräte. Dann oben auf das Plus, dann auf anderes Gerät verbinden. Jetzt schauen wir mal, ob er ihn automatisch schon findet. Nein, dann gehen wir auf Schritt für Schritt Assistent, suchen uns hier den Hersteller Homematic IP, in unserem Fall EQ3 raus und dann den Rauchmelder HMIP. PSWSD. So, hier dann nochmal eine kleine Anleitung, wie man das Ganze ja, installiert oder halt eben zur Verbindung bereitstellt. So. Dann gehen wir auf Jetzt suchen. So, dann wurde hier oben schon gefunden. Wir klicken auf Verbinden. Dann wird das Gerät jetzt hier angelernt. So, und jetzt ist das Gerät bereits verbunden. Ich möchte den Rauchmelder auch direkt auf meiner Smart Home Startseite angezeigt bekommen. Gehe dann hier nochmal auf Weiter. So, hier kann ich jetzt noch Regeln und Automatisierungen erstellen. Das möchte ich jetzt erstmal nicht. So, und jetzt habe ich hier auf meiner Smart Home Startseite im Ordner Außenbereich, das muss ich jetzt natürlich noch ein bisschen ändern, habe ich hier einmal unsere Drainagepumpe. Das ist so ein kleiner Zwischenstecker von Osram. Und ich habe einmal hier den Rauchmelder. Er zeigt mir jetzt an, dass er funktionsbereit ist. Genau. Und jetzt kann ich hier das Ganze auf meiner Mein Zuhause Stadtseite anzeigen.
soweit jetzt erstmal zu unserem Rauchmelder. Aber das ist ja noch nicht alles. Wir haben uns zusätzlich noch, da wir leider auch vom, ja nicht vom Hochwasser, aber vom einer Überschwemmung jetzt betroffen waren, haben wir uns von Homedic auch noch einen Wassersensor für unseren Keller gekauft. Wir haben ja leider einen überfluteten Keller bekommen. Und um das nächste Mal gewarnt zu werden, wir sind nur durch Zufall eigentlich aufgewacht, da unsere Hebeanlage im Keller nachts um 2 Uhr kontinuierlich gepumpt hat. Und um das nächste Mal eben vielleicht schneller festzustellen, haben wir uns eben diesen Wassersensor besorgt. Im Endeffekt auch wieder hier eine Bedienungsanleitung. Und dann hier dieser kleine Wassermelder. Sieht im Endeffekt so aus, hat hier hinten kleine Kontakte, der wird dann einfach nur auf dem Boden im Keller oder in dem Raum, in dem ihr den Wasserwarner wollt, gestellt. Und sobald diese kleinen Kontakte mit Wasser in Berührung kommen, gibt einmal dieser Melder einen Signalton ab und gleichzeitig auch wieder über Smart Home eine Benachrichtigung aufs Handy. So, den binden wir jetzt hier auch mal in unsere App ein. Geht im Endeffekt genauso wie gerade eben auch. Man geht wieder auf Geräte, dann auf das Plus, dann auf anderes Gerät verbinden. Vermutlich wird auch dieser jetzt wieder nicht gefunden. Ich überspringe das Ganze jetzt mal. Dann auch wieder Homedic IP EQ3. Und dann ziemlich weit unten bei Wassermelder findet ihr den. Hier jetzt auch wieder im Endeffekt die gleiche Anleitung. Den muss man hier einfach einmal drehen. Und dann nimmt man hier aus den Batterien diese Sicherung raus. Er bestätigt das einmal mit einem Signalton. So. Dann gehen wir hier in der App auf Jetzt suchen. Schon haben wir den Wassermelder gefunden. Wir verbinden ihn. Das Gerät wird angelernt. Ja, erfolgreich verbunden. Ja, ich glaube, das kann man jetzt trotzdem einfach mal abbrechen. Gerät ist jetzt verbunden, soll wieder auf der Startseite angezeigt werden. So, dann gibt es hier noch eine Regelung, beispielsweise Kurzschluss vermeiden, dass wenn der Sensor einen Wassereintritt feststellt, dass beispielsweise wichtige Geräte, die ihr vielleicht mit einem smarten Zwischenstecker verbunden habt, abgeschalten werden, um eben einen Kurzschluss zu vermeiden. So, jetzt zeigt der Wassermelder hier in der Übersicht trocken an, der Rauchmelder funktionsbereit und oben wie gesagt noch unsere Drainagepumpe. Die ist jetzt hier mit einem kleinen Ausrufezeichen versehen, da ich den Stecker aus der Steckdose genommen habe. Und in meiner Gesamtübersicht bei mein Zuhause sieht man jetzt hier schön alle drei Geräte, die ich momentan hier eingebunden habe. So, und das Ganze seht ihr natürlich hier auch am Tablet bei der Magenta App bzw. bei der Telekom Smart Home App. Jetzt habt ihr hier auch den kompletten Übersicht über alle Geräte, die jetzt hier gerade laufen. Bei mir ist es jetzt beispielsweise der Backofen, der läuft gerade. Dann haben wir hier einmal den Wassermelder im Keller trocken und den Rauchmelder im Erdgeschoss Flur funktionsbereit. Ja, sieht dann im Endeffekt so aus. Dann zeige ich euch noch mal ganz kurz die Anbindung. Sieht jetzt hier etwas chaotisch aus, ist nur provisorisch, wie ich diesen Homedic IP-Stick hinten am Speedboard Pro befestigt habe, einfach mit einem USB-Verlängerungskabel und dann eingesteckt. Genau, und der Rauchmelder hängt dann praktisch hier im Treppenhaus, im Erdgeschoss. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne mal wieder einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und kommentiert fleißig. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao und servus.